Es gibt so viele Plätze in der Stadt, die sind da, so wie dieser hier, aber die sind eigentlich nicht wirklich genutzt. Ne? Das sind so Betonflächen, aber da passiert nichts. Und da müsste man doch irgendwie das wieder zu wirklich öffentlichen Räumen machen und da auch Raum für Begegnung schaffen. So ein Projekt, das erfordert natürlich relativ viel Zeiteinsatz. Und darum habe ich das so einen kleinen Trick angewendet, habe halt meine Masterarbeit da drum gestrickt. Alle haben da relativ viel mitgeholfen. Ich habe die meiste Zeit eigentlich damit verbracht, irgendwie alle im Zaun zu halten, weil das immer so ein bisschen Wuselpaket ist. Ja, unser Pavillon, das war irgendwie schon so, boah, es steht auf dem Platz und es funktioniert und sieht einfach cool aus. Und hier werden Leute auf jeden Fall Lust haben, einfach Zeit zu verbringen. Wir hatten die total geniale Idee, diese Tasche mit einer Tasche zu versehen. Jetzt habe ich eine Tasche in der Tasche. Okay. Hast du den selber genäht jetzt? Mit ihrer Hilfe, ja. Ah, super. Du kannst es mit anschauen, du kannst mitmachen und dadurch kriegt man auch einen ganz anderen Bezug. Einmal Geld ist eine ganz, ganz wichtige Hürde, die Menschen von Kulturteilhabe ausschließt. Und da haben wir gesagt, also uns ist es super wichtig, dass hier nichts, aber auch wirklich gar nichts Geld kostet. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, ob die Johanna uns was zu Gastro sagen kann, weil das ist auch echt das, was uns halt im Herzen bewegt. Also was ich weiß, ist, was wir weltweit produzieren an Lebensmitteln, landet die Hälfte, also 50% im Müll. Mein Traum war es, daraus ein Café zu machen und Lebensmittel rauszugeben, die ja noch essbar sind und einfach ganz viele Menschen glücklich machen zu können, weil mit Essen kann man Menschen glücklich machen. Auf geht's, oder? Ja, wir kochen nicht nach Rezepten, sondern wir kochen nach dem Prinzip, okay, was haben wir da und was muss weg. Macht einfach unglaublich stolz, auch wenn man dann aufs Buffet guckt und sieht, was die aus geretteten Lebensmitteln, was da alles gezaubert wurde. Und es sieht einfach super gut aus und dann ist einfach so, ja, es einfach, macht einen einfach froh. Ich habe auch schon von älteren Damen irgendwie Rezepte beim Schnippeln erfahren. Das finde ich total nett, da in den Austausch kommt über Lebensmittel, über Kochen auch. Vor allem auch nicht so, dass wir quasi sagen, okay, da ist dieses Kulturpublikum und da ist dieses Kulturpublikum, sondern dass wir viel mehr vermischen. Deswegen ist der Ort auch so geil, weil total viele Leute aus der Oper danach hier noch hängen bleiben und mit denen, weiß ich nicht, vielleicht Hippies oder was, rumhängen und das gleiche Programm genießen. Und das ist auch ein Ort, der einfach Menschen zusammenbringt. Ja.